Moment. Darüber gab es doch etwas in Dads Aufzeichnung. Es heißt, das Grab des Propheten liegt versteckt in den Klippen über einer der vergessenen Städte. Die Legende besagt, dass der Prophet in einer Oase zur Ruhe gebettet wurde. Irgendwas ist hier. Könnte es das wirklich sein? Unglaublich. Das ist eine Art Markierung. Nicht alles davon übersetzen, aber dieses Wort. Prophet. Hier ist es. Dad hatte recht. Wie Wunderheilung. Dads Notizen erwähnen das auch. Dies sind die Wunder des Propheten von Konstantinopel, zu Unrecht ermordet durch den Orden von Trinity. Der Prophet spricht mit einer fremden Armee, vermutlich die Russ. Er überzeugt sie, die Waffen niederzulegen. Er ging unbewaffnet zu ihnen. Er führte seine Anhänger durch die Wüste, zur Oase. Ein geheimer Eingang. Noch keine Spur von ihm. Ist bestimmt bei dem Unfall draufgegangen. Okay, dann los. Konstantin will vor seinem Untergang das Grab öffnen. Die suchen das Grab. Ich muss es vor ihnen finden. Mein Griechisch ist eingerostet, aber das ist ein Hinweis auf etwas Verstecktes in der Nähe. Ich markiere mir die Orte.
können.